Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein besonders schöner Abend heute. Wir beraten in erster Lesung ein weiteres Geschenk. Ob das jetzt, lieber Kollege Klaus, der Weihnachtsmann, der Nikolaus oder das Christkind am Ende der Tage für die Kommunen bringt, das sei dahingestellt. Es bringt für mich der Deutsche Bundestag eine weitere Voraussetzung in die gesetzliche Beratung ein, damit die Kommunen wieder einmal ein Stück weiter entlastet werden. Und lassen Sie mich eingangs einiges dazu sagen. Ich wundere mich immer mehr, und es ist auch schön, dass ich mich in dieser Situation wundern kann, dass der Bund, obwohl er nicht zuständig ist, für diese Situation immer wieder Geld ausgibt. Und da müssen wir, und da spreche ich auch als Kommunalpolitiker, immer auch ein Stück weit dankbar sein. Denn wenn heute über marode Schulen, marode Schultoiletten oder über anderes gesprochen worden ist, dann lässt sich aber trotzdem feststellen, die Zuständigkeit ist ganz klar und eindeutig geregelt. Die Zuständigkeit für Schulen, für Schulinvestitionen ist bei den Ländern und bei den Kommunen und nicht beim Bund. Und deshalb sehe ich dies als ein großes Geschenk. Wir haben begonnen mit 3,5 Milliarden, legen jetzt nochmals 3,5 Milliarden drauf. Es ist, wie es ist, es wird verteilt, wenn ich das als bayerischer Abgeordneter sagen kann. Bayern kriegt 8%, NRW kriegt ca. 32%, kann aber auch in dieser Situation sagen, in Bayern sind die meisten Schulen saniert. Ich habe in dieser Zeit als Bürgermeister meine Schule saniert, und wir haben in unsere Zukunft investiert, nämlich in unsere Kinder investiert. Und das müssten viele schon viel früher tun und nicht jammern und ständig auf den Bund mit dem Finger zeigen, lieber Herr Kollege. Wir haben einen funktionierenden Föderalismus in unserem Staat. Es ist richtig und gut, wenn es uns gut geht, dass man ein Stück davon verteilt. Aber lassen Sie uns auch feststellen, von diesen guten Steuereinnahmen, die wir in unserem Land haben, profitiert der Bund, profitiert die Länder und profitieren auch dementsprechend die Kommunen. Und warum haben wir diese guten Steuereinnahmen? Weil eine gute, solide Finanzpolitik gemacht wird, eine gute, solide Haushaltspolitik, eine gute, solide Wirtschaftspolitik. Und das haben wir einer großen Koalition zu verdanken, die dies hervorragend macht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn auch die Freunde und die Kollegen der Linken das ein Stück weit anders sehen, dann sehen wir das jetzt so im weihnachtlichen Frieden, dass wir uns hier nicht aufregen. Ich freue mich auf alle Fälle, dass der Kommunalinvestitionsförderungsfonds um 3,5 Milliarden aufgestockt wird. Wie es eingangs gesagt wurde, haben wir jetzt einige Wochen Zeit, über Weihnachten uns in Ruhe Gedanken zu machen und dann in den dementsprechenden Sitzungstagen uns auch darüber Gedanken zu machen, wie das eventuell gerecht in unserem Land verteilt wird. Es wird verteilt, es ist gut. Und das Gute daran ist, oft werden ja Nachtragshaushalte oder müssen Nachtragshaushalte gemacht werden, weil eine Notsituation entstanden ist. Hier ist es keine Notsituation, sondern wir sind in einer Luxussituation. Wir haben einen Haushalt, in dem wir uns das auch leisten können. Wir können uns diese 3,5 Milliarden zusätzlich leisten, ohne neue Schulden zu machen und ohne irgendwelche Steuererhöhungen anzugehen. Und das ist unglaublich wichtig. Und ich werde nicht müde, das ständig zu sagen, wir schaffen das ohne neue Schulden und ohne Steuererhöhung, meine sehr verehrten Damen und Herren. In diesem Sinne freue ich mich, dass wir heute die Unterstützung der Kommunen auf den Weg bringen. Und ich bin mir sicher, dass wir in den nächsten Tagen und Wochen ein gutes Gesetz auf die Reihe bringen. Und wünsche Ihnen in diesem Sinne frohe Weihnachten, alles Gute im neuen Jahr. Dankeschön. Ich schließe die